Aufseher, öffnet und ihr bekommt einen schnellen Tod. Ich dachte, ich hätte euch klargemacht, dass Drohungen bei mir nutzlos sind. Und ich hielt euch für vernünftiger als euren hitzköpfigen Freund dort. Nein, ich werde auf diese schönen Eisenstangen vertrauen und auf dieses, tadellos gefertigte Schloss. Außerdem bezweifle ich, dass ich viel von euch zu beschützen. Stimmt, hast du recht gehabt, Thies, ja. Ihr habt euren Biss verloren. Dass es Drohnen nicht hilft. Ihr seid nichts weiter als ein stumpfes Schwert. Nichts, was ihr sagt, kann mich umstimmen, Alvane. Gesteht eure Niederlage einfach ein. Trotzdem. Er weigert sich, auf mich zu hören. Ich muss es geschickter anstellen. Nichts, was er was sagt. Hat er mir über sich verraten? Nichts, was er sagt. Ihr versucht es noch immer, ja? Verzweifelt und recht aussichtslos. Aber hört mal. Hört ihr das? Eure Gefangenen revoltieren, Aufseher. Früher oder später werden sie hier sein. Lasst mich durch, dann werde ich milde und gnädig sein. Von ihnen habt ihr keine Rücksicht zu erwarten. Aha. Dann verratet mir doch bitte, was meine Garantie ist, dass ihr euer Versprechen auch haltet. So, Gexenko, bin wieder weg. Morgen Schule, versuche morgen länger zu bleiben. Alles klar, Smoke. Dann. Ist so geschrieben, nicht so gut. Dann gute Besserung dir noch. Dann schlaf schön, träum süß. Bis zum nächsten Mal. Gex, lass die Hose runter und knack das Schloss. Alter. Also vertrauen. Ich hab mir vertrauen müssen. Obwohl ich meinen Zorn vielleicht nicht im Zaum halten kann. Er ist für den Tod vieler Unschuldiger verantwortlich. Aber wenn ich ihn dazu bringen kann, mir zu glauben. Pragmatisch. Behauptet der Aufseher nicht, ein pragmatischer Mann zu sein? Genau, das hat er doch gesagt. Wenn das stimmt, sollte er für pragmatische Argumente zugänglich sein. Ich muss nur gut überlegen, was ich sage. Es wird nicht leicht, ihn einzuwickeln. Pinkel ihn an oder zusichern. Er wird meinen Worten glauben müssen. Welche Wahl hat er schon? Und ich war der Apostel. Ich habe mein Wort immer gehalten. Das haben Garmon und Utana mich gelehrt. Warum sollte er mir nicht trauen? Also, ich weiß ja nicht, aber ich würde vorschlagen, pragmatisch. Er hat ja gesagt, behauptet der Aufseher nicht, ein pragmatischer Mann zu sein? Was meint ihr? Wenn das stimmt, sollte er für pragmatische Argumente zugänglich sein. Ja. Ich muss nur gut überlegen, was ich sage. Es wird nicht leicht, ihn einzuwickeln. Eure Entscheidung, meine Freunde. Timmy meint zusichern. Schauen wir mal, was noch für Entscheidungen anstehen. Er wird meinen Worten glauben müssen. Welche Wahl hat er schon? Und ich war der Apostel. Ich habe mein Wort immer gehalten. Das haben Garmon und Utana mich gelehrt. Warum sollte er mir nicht trauen? Ah, mal kurz genießt, ihr solltet mal kurz schneuzen hier. In der Zeit könnt ihr nochmal abstimmen. Bis jetzt haben wir zusichern. Läuft bei dem Spiel, nie von gehört, nur dir. Sieht nicht schlecht aus. Ja, ist ganz witzig bis jetzt. Also mir hat das erste Kapitel viel besser gefallen mit der Süßen hier. Also Noxus meint auch pragmatisch. Ich dachte mir auch pragmatisch, also machen wir pragmatisch dann. Also, hat sonst keiner was gesagt. Timmy zusichern. Ja, behauptet der Aufseher. Denkt gut darüber nach, Aufseher. Meine Milde ist die einzige Hoffnung, die ihr noch habt. Krass. Vielleicht. Aber wie ihr euch denken könnt, nimmt ein Mann wie ich Leute nicht einfach auf. Vielleicht doch zu sichern, ne? Gerade in einem Gefängnis. Ehrlichkeit ist hier ein knappes Gut.
Wow, Zeitfamilie bestechen drohen. Spiel Tomb Raider, da gibt's auch so eine Süße. Mit Zopf, gell? Wow. Ich habe wirklich keine Zeit für Geplauder. Es wird eng. Und dieser dreckige Heide ist alles, was zwischen uns was? Und der Freiheit steht. Was hat er gesagt? Dreckige jetzt Heide? Jetzt nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund. Also was wollt ihr? Zeit bestechen, Family? Oh, hier drohen. Alle Leute in seiner Stellung kann man kaufen. Stellung? Ihm fehlt es an Charakter und Glauben. Er denkt nur an die Macht des Amtes und an Wohlstand. Wenn ich ihm Geld anbiete, kommt die dreckige Made sicher ins Schwanken. Jo, immer den Stream entscheiden lassen. Klar, beziehe ich euch halt mit ein, hier macht er mehr Spaß. Zieht sich etwas hin, aber macht er nichts. So gefällt mir das, ich hoffe euch auch ein bisschen. Gexi! Silence! Servus, Christi! Er sagte, seine Familie sei ihm wichtig. Wenn Drohungen gegen ihn nichts bewirken, sollte ich vielleicht seine Kinder bedrohen? Bei Leuten wie ihm könnten extreme Maßnahmen erforderlich sein. Aber Kinder bedrohen schon böse, wa? Was hat er noch gleich über die Familie gesagt? Sein Amt mag ihm wichtiger sein als sein Blut. Aber vielleicht wird er vernünftig, wenn ich an seinen Familiensinn appelliere. Also erstmal Familiensinn appellieren hier, also drohen oder nicht drohen der Familie. Bedroh ihn! Macht es witziger, ja. Ja, finde ich auch bedroht. Also ihr seid ja drauf hier. Also dieser brutale Chat. Also genauso mag ich das. Jo, und direkt gesperrt. Naja, gesperrt ja nicht, nur kurz verwarnt hier. Und Silent, alles fit bei Ihnen. Wie war es heute bei deiner Mechanikerkarriere? Er sagte, seine Familie sei ihm wichtig. Wenn ihr das Tor nicht öffnet, Aufseher, töte ich nicht nur euch, sondern lasse eure gesamte Familie dasselbe Schicksal erleiden. So. Ich hielt euch für einen besseren Menschen, Alvane. Vergesst eure Drohungen. Ich werde meinen Knaben im Jenseits begegnen und ihr werdet ewig im großen Dunkel bleiben. Verschwindet. Ihr widert mich an. Er hätte schon von Anfang an gesagt, dass bei ihm Drohungen nichts helfen. Vor, Alvane. Mit Worten haben wir es nicht so. Wir wollten ich schon. Muss den Aufseher überreden, das Tor zu öffnen, bevor die Wachen hier oben sind. Wir. Oh, böse Lache. Also das war ganz lieb. Also das war noch die liebste Lache, die ich habe. Also Drohungen helfen mir ihm. Ich habe mir ja von Anfang an gelernt. Dann probieren wir nochmal. Eure Beharrlichkeit ist fast bewundernswert, Alvane, aber völlig unnütz. Genau. Gags oder nicht Gags, das ist hier die Frage. Soll seine Familie sterben? Also. Ich habe alle Leute in seinem. Ich habe wirklich keine. Was Zeit, bestechen Leute, oder Familie? Hat er noch gleich über die Familie gesagt? Zeit, bestechen oder Familie? Sein Choose Amt mag your ihm destiny. Wichtiger sein als sein Blut. Also müssen wir merken. Wäre vernünftig, wenn ich an haben wir ja schon, kennen wir schon. Also Drogen haben wir ihm nichts gebracht, noch von am Anfang nicht und jetzt auch nicht. Also müssen wir ihn irgendwie mit geilen Argumenten davon überzeugen, dass wir halt ein wirklich toller Kerl sind und vor ihm stehen und richtig. Sixpack haben und trotzdem können wir das schaffen, das Ganze. Aber er hat doch gesagt, dass er seinen Kleinen dann begegnet im Himmel, oder ist er schon tot, oder was? Gex, Silent! Jawohl! Ja. Wieso scheiße heute? Was ist passiert? Geile Argumente hier. Ja. Er sagt ja doch, dass ihm sein Amt fast so wichtig wäre wie seine Familie. Also Familie, okay. Was hat er noch? Ihr seid ein Familienmensch, Maren, richtig? Sollen sie etwa ohne Vater sein? Wenn nicht für euch, dann tut es für eure Familie. Also macht hast du auf. Zugehört? Familie, okay. Meine Familie ist mir wichtig. Ich möchte nicht, dass meine Knaben ohne Vater aufwachsen. Genau. Ihrer Mutter fehlt die moralische Stärke, sie Pflichtgefühl und Rückgrat zu lehren. Mögen die Götter ihr verzeihen. Sie ist eine gute Frau, aber nur eine Frau. Oh, nur eine Frau, krass. Nun gut, ihr habt nicht ganz Unrecht. Ich werde euch vertrauen, trotz meines Bauchgefühls. Tretet zurück, Alvane. Alvane. Jetzt an die Gurgel ihn killen, wipe him out. Dankt euren Göttern dafür, dass ich jetzt keine Zeit für euch habe, Morin. Aber euer Tag wird kommen. Also ich würde ihn trotzdem killen. Was soll das? Er hat mich eingesperrt. Motherflower!
Jawohl! Ihr habt mir euer Wort gegeben, Alvaro. Euer Wort. Töten ihr oder leben lassen. Dass mir nichts geschieht, dass ihr mich am Leben lasst. Zählt das denn gar nichts mehr? Gilt euer Wort so wenig, dass ihr es leichtfertig verschleudert? Wenn ihr mich tötet, beweist ihr eure Missachtung für das Gesetz? Ihr beweist, dass ihr ein schlichter Gewaltmensch seid? Wenn ich euch töte, befreie ich die Welt von sadistischem Ungeziefer, das sein eigenes Volk verkauft hat. Sadistischem Ungeziefer? Das sagt ausgerechnet ihr? Wer ist hier der Verräter? Ich bin nur ein gewählter Amtsträger. Ich entscheide nicht, wer leben darf oder sterben muss. Das obliegt dem Gesetz, den Gerichtshöfen und Richtern und anderen gewählten Amtsträgern, die Befehle nur zu gern ausführen, ohne Fragen zu stellen, solange sie sich hinter dem Befehlsweg verstecken können. Ein System kann ohne Bürokratie und ohne Bürokraten nicht funktionieren. Nicht ohne eine Hierarchie. Wenn ihr das ändern wollt, dann begebt euch nach ganz oben. Oh, das werde ich. Glaubt mir. Gleich spring ich hinaus. Also, was haben Bitte wir denn? Nicht. Verschont mein Leben. Ich habe Familie. Ja. Also, wir haben Xenia leben lassen, Satrong töten, 1-1, Nerving killt. Achso, also dann doch. Ich glaube, wir haben zweimal killt, zweimal leben lassen. Dann macht schnell. Foltert mich nicht auf diese Weise. Bitte, nicht. Verschont mein Leben. Ich habe Familie. Okay, also dann leben lassen, gewinnt dann. Ich mache doch nur meine Arbeit. Ich behandle hinlegen, circa 4 Stunden. Abhängig von ihren Verbrechen. Er reingekommen. Dann saß doch Teste auf dem Traktor-Mechaniker vermutlich mich nicht auf diese Weise. Naja gut, aber es gehört ja dazu, sowas hier herauszufinden sein, oder? Leben. Ich habe Familie. Also leben lassen gewinnt bei euch. Mach mal. Das Ungleichgewicht hat sich verschoben. Ihr werdet eure gerechte Strafe noch früh genug erhalten. Deine Entscheidung wird Konsequenzen haben. Ich würde bestimmt tut er uns dann töten irgendwann. Mag sein, Alvane. Aber wenigstens erhalte ich meine Strafe. Also ich habe gelernt, dass man also in Filmen und in Spielen nie die Bösen am Leben lassen soll. Irgendwann kommen sie wieder und töten dich. Verdammt, weiter kommen wir über die Treppe nicht. Jetzt müssen wir einen Weg aufs Dach finden. Ich habe nicht gesagt, dass ich von ihr weg will. Welchen Teil von im Morgengrauen hinrichten hast du nicht kapiert? Und was war an der Widerstand braucht dich schwer zu verstehen? Warum sollte dein Volk mir trauen? Ich bin sein Feind. Ah, du warst der Feind. Ich denke, deine Treue gegenüber deinem Volk hat im vergangenen Jahr etwas abgenommen. Woher willst du wissen, dass ich nicht auf dich losgehe, sobald wir hier raus sind? Oh, ich weiß es. Und alle anderen auch. Wir vertrauen selten den Falschen. Dieser Weg führt aufs Dach. Aber das Tor ist doppelt abgesperrt. Da kommen wir nicht durch. Wir müssen einen anderen Weg nach oben finden. Ich habe dich so weit gebracht, wie ich konnte, Kian. Jetzt musst du dein Asadi-Hirn anstrengen, und zwar schnell. Ist ja meistens so, am Film triffst du den Bösewicht am Anfang, lässt ihn am Leben und am Schluss dann tut er dich nochmal, hier versuchen zu killen hier. Ja, normal macht auch Spaß, sagen alle, kann direkt in die Presse. Ja, dann seid ihr zumindest zum Ergebnis sind gekommen. Nicht weit hinter uns. Dann bist Tor. Da kommen wir nicht durch. Durch, okay. Wir müssen einen anderen Weg finden. Leute, jetzt müssen wir einen anderen Weg finden. Auf geht's! Durch die Zelle, einfach in die Zelle legen. Ein Kissen. Können wir da durchschauen? Ja, hier mit. Geil hier, Wallhack. Wieso hast du ihn leben lassen? Er sagte nur eine Frau. Er hätte es verdient. Würde ich auch sagen, ja. War ich auch der Meinung. Schon allein das, schon wegen dem Satz, ja. Also ich hätte ihn auch töten wollen. Aber ihr entscheidet. Die Mehrheit von euch entscheidet. Das ist ja ein demokratischer Channel, in dem Frauen und Männer gleich wählen können. Die meisten haben halt ihn am Leben lassen gesagt, deswegen. Ich richte mich nach euch. So. Ich will gegen diese verräterischen Ratten kämpfen. Erstmal gucken. Geht nicht? Mach diese gottverdammte Tür auf und zwar sofort! Natürlich! Schauen wir mal. Was können wir denn eigentlich hier anstellen? Oder müssen wir wieder mit Argumenten überzeugen, die Tür, dass sie aufgeht? Malana Sidwara,